Moin, heute habe ich mal wieder ein Steelbook für euch im Schlepptau. Dieses Mal handelt es sich um einen deutschen Film, aber ich denke, selbst Feinde von deutschen Filmen können hier nicht widerstehen, weil dieser Film aus dem Jahr 1990 ist absolut genial. Ja, es handelt sich um Werner Beinhardt. Und der erscheint oder ist jetzt am 5. September 2019 bei Konstantin im Vertrieb von Universal Home Entertainment erschienen, und zwar in Form dieses Steelbooks. Ja, hammergeil, ist ja auch beinhart. Und dieses Steelbook ist übrigens auch gleichzeitig die erste Veröffentlichung dieses Films in HD. So, ja, das Steelbook ganz kurz. Ach, das packen wir gleich aus, dann können wir uns das genauer angucken. So, wir haben auf jeden Fall hier drin schon mal so ein L-Schuber, ja, der hier rumgeht, und da ist auch das FSK-Siegel drauf. Das heißt, ich denke, auf der Hülle selbst ist keins. Und das habe ich so auch noch nicht gesehen. Unten auf diesem L-Schuber haben wir die ganzen Credits stehen. Ja, kenne ich so auch nicht. Und ja, Bernd Eichinger zeigt eine neue Konstantin-Filmproduktion. Super geil. So, hinten drauf haben wir den Feldmann, den Brösel quasi, ja, wie er neben Werner seiner Figur ja, im Beiwagen sitzt. So, übrigens, das hier war das ursprüngliche Cover der DVD und auch der VHS-Kassetten und natürlich das Original-Kinoplakat. Ich weiß nicht, ob das hinten drauf ist. Ich bin so neugierig. Wir werden es gleich sehen. So, ja, was haben wir hier noch? Bonusmaterial haben wir hier nur einen Audiokommentar von Regisseur Michael Schaak. Und ja, gut, ist jetzt schade. Ja, hier hätte man vielleicht den einen oder anderen Kurzfilm oder vielleicht auch eine Dokumentation oder was auch immer mit draufpacken können. Gut, hat man nicht gemacht, aber sei es drum. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Ich gehe mit dem Messerchen ganz vorsichtig hier rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Film im Steelbook rauskommt, gut, ja, dass dieser Film überhaupt auf Blu-ray rauskommt, genial, weil, wie gesagt, das ist eine der coolsten Komödien aller Zeiten. Wer ihn nicht kennt, ja, das ist so eine Mischung aus Zeichentrick und Realfilm, wobei, ja, Mischung ist nicht ganz richtig, denn hier werden halt, also wir haben eine Realfilm-Rahmenhandlung und viele kleine Zeichentrickfilme von Brösel über seine Figur Werner. Werner selbst steht hier vorne gar nicht drauf, ja, sondern nur dieses, ja, dieser Button, den er hat. So, und genau, dachte ich mir schon, vorne ist sonst nichts weiter drauf. Dieser Button ist übrigens geprägt, wie ihr hier sehen könnt, genau wie das Beinhaar. Das ist auch geprägt, und auch hier oben diese, ja, was soll das sein? Ich weiß nicht, so Nieten. Also generell dieses Mediabook, dieses Steelbook, finde ich, das hat was. Ja, es ist schön. Es ist richtig schön, es ist schlicht, hat was. So, und hinten drauf, ja, haben wir nichts. Wieder erwarten. Also gut, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass hinten noch irgendwas drauf ist. Hier haben wir hier nur Konstantin Filmverleih 80 802 München. Sonst nichts. Hinten ist auch nicht geprägt. Ja, vorne ist geprägt, hinten nicht. Und ja, dann haben wir auf der Seite halt auch das W und Beinhardt. Ansonsten halt hier unten noch die Bestellnummer und hier oben den Hinweis, dass es sich um eine Blu-ray-Disc handelt. So, ja, dieser Schuber selber hat auch nichts mehr. Da haben wir, das kann man hier so abtrennen. Dann kann man das hier reinlegen, wenn man das an den Rändern noch ein bisschen beschneidet. Also ich weiß nicht, was das hier soll. Ach, naja, gut, ist halt so. So, dann gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Zack. Ja, auch hier schlicht, aber ja, schön, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben hier die Blu-ray und ja, so schaut sie aus. Auch schön schlicht gehalten. Nichts Besonderes, würde ich fast sagen. Aber gut, dafür ist ja der Film was ganz Besonderes hier. Das ist ja, naja, was soll's. So, und innen drin haben wir einen Schwarz-Weiß-Druck. Hätte ich fast gesagt, einen farbigen Schwarz-Weiß-Druck. Einen Schwarz-Weiß-Druck des Kinoplakats. Und hier unten dann noch dieses Steelbook halt, nicht? Ja. Ja. Kurz und knapp vorgestellt, auch kein Booklet, schade eigentlich, weil auch hier hätte man ja was reintun können, vielleicht mit Comics oder so, weiß nicht, ja, gibt ja ganz viele kleine Strips, hätte man auf jeden Fall mehr machen können. Also das zur Verpackung. Der Film selber ist absolut Knaller, ja, das könnt ihr dann aber auch alles in meiner Rezension auf blu-ray-disc.de nachlesen, und da gibt es dann auch Hinweise zu den
technischen Attributen beziehungsweise wie Bild- und Tonqualität ausgefallen sind. In diesem Sinne, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Seid schlau, schaut blau und macht euch den flachen Bölkstoff dabei auf. Beinhart!